Schön. Und daneben die Jungs, die Kleinen, die in Ehrfurcht erstarren. Ein außerirdischer Fußballer. Wird die Mannschaft als Kapitän anführen. Das ist, auch wenn es nur ein Testspiel ist, auch wenn es Februar ist und der Rasen vielleicht nicht ganz so saftgrün aussieht wie dann im Sommer. Es ist ein ganz spezielles Spiel. Es ist der Auftritt von Argentinien, dem zweimaligen Weltmeister. Es ist der Auftritt von Fußballgott Lionel Messi. Ich frage natürlich, wie stoppt man diesen Lionel Messi? Hat noch keiner rausgefunden. Wenn es so einfach wäre, dann würden die das jedes Wochenende praktizieren in Spaniens oberster Liga. Natürlich, das Begehren auch bei den Fans ganz groß. Die mögen ein Foto erhaschen. Lionel Messi wird aber abgeschirmt. Das ist eine regelrechte Armada, die diesen Lionel Messi abschirmt. Sie haben es vorhin von Reto Gaffner gehört. Nichts zu wollen. Von wegen Interviews, geschweige denn Foto, Ansprüche erfüllen, das kann man im Moment alles vergessen. Messi wird wirklich von der Öffentlichkeit abgeschirmt, damit er sich auch das qualifiziert. Seine exzellenten Qualitäten als Fußballer. Tolle Kulisse natürlich auch für diesen Auftritt von Lionel Messi, wie es sich gehört. Über 30.000 sind gekommen hier ins Stade de Suisse. Man knüpft nahtlos daran, wo man aufgehört hat vor 6 Jahren. Das letzte Spiel auch vor ausverkauften Rängen. Die Schweiz spielte damals in der Marasch gegen die Türkei. Und heute beim Auftritt von Messi, also wieder über 30.000 beim Comeback der Nationalmannschaft im Bundesland. Mirë për qesën, i qëtën për trejë, po së nga shumë në atonin, që të është të rëmë, i qesën, të është duke në këshu mirë. Wir werden heute die Nationalhymne hören. Alprimi! Alprimi! Bravo! Këshire në përë këtë imi. Jo, po në zërë këshirë. Wow! Jo, këshire, ma vaj dëmë një. Ami këshire, zërë, ka po me këshire.